Ja, dann herzlich willkommen. Darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel am Ostersamstag in Bremen um 15.30 Uhr. Es werden uns rund 2000 Fans nach Bremen begleiten. Ich begrüße auf dem Podium auch unseren neuen Cheftrainer Ralf Hasenhüttl und würde dann direkt an euch für eure Fragen übergeben. Wir beginnen mit Engelbert Hensel von der WAZ. Hallo, guten Tag. Willkommen guten Tag. In Wolfsburg. Danke sehr. Wie waren denn Ihre ersten Tage mit der Mannschaft? Welchen Eindruck konnten Sie gewinnen? Was konnten Sie schon mitnehmen für Samstag? Ja, die ersten Tage sind immer sehr arbeitsintensiv und da geht es nicht nur um die Mannschaft, sondern auch darum, den Verein als Gesamtes kennenzulernen, die Mitarbeiter kennenzulernen, sich die Namen einzuprägen, sie nicht zu verwechseln. Und dann auch zuzuordnen, wer für was verantwortlich ist. Das ist auch ein Riesen-Staff mittlerweile im Profifußball. Dementsprechend braucht man natürlich da dann schon Zeit. Aber schon langsam, glaube ich, ja, geht das gut. Seit gestern kenne ich dann auch die ganze Mannschaft. Das ist, hat ein bisschen gedauert, bis ich alle kennenlernen durfte. Und jetzt sind sie alle hier und fast alle auch auf dem Platz. Dementsprechend muss ich sagen, waren die ersten eineinhalb Wochen sehr, sehr zufriedenstellend für mich, auch was die Inhalte angeht, die wir vermitteln konnten, was die Trainingsarbeit mit dem neuen Trainerteam angeht. Generell die ganzen Abläufe, muss ich sagen, war es für mich sehr, sehr gut. Thomas Hiete vom Kicker. Jetzt muss ich mich als schlecht vorbereitet präsentieren. Hallo erstmal. Hallo. Ich glaube, Sie haben in so einer Situation oder zu so einem Zeitpunkt einer Saison, haben Sie das schon mal übernommen oder ist das auch für Sie das erste Mal, wenn man jetzt sagen kann, die steigen in den Abstiegskampf an, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, das Sie benutzen, ist das was Neues für Sie auch? Also der Zeitpunkt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist definitiv was Neues, Abstiegskampf, also die Mannschaft, die ich sonst übernommen habe, standen auf dem Abstiegsplatz, also von daher... Egal, wo ich hingekommen bin, ob in Aalen, ob in Ingolstadt, ob in Leipzig war was anderes. Die sind gerade aufgestiegen in die Bundesliga und Southampton auch. Also wir waren eigentlich immer am Abstiegsplatz, ja, dementsprechend. Aber nicht zu dem Zeitpunkt der Saison. Daniel Hotop von den Wolfsburger Nachrichten. Was waren jetzt so die ersten Inhalte, die Sie vermitteln konnten? Was kann man in dieser kurzen Zeit vor dem Spiel? Ja, mit was kann man die Mannschaft erreichen? Ja, mit allem, was notwendig ist, um Fußballspiele zu gewinnen. Und in jedem Bereich, glaube ich, haben wir Entwicklungspotenzial. In den Umschaltbereichen genauso wie im Spiel mit und gegen den Ball. Auch in Standardsituationen überall haben wir, glaube ich, Entwicklungspotenzial und müssen wir auch haben. Ich glaube, die Top-Mannschaften zeichnen einfach aus, dass sie in jeder dieser Phasen nicht immer perfekt sind, aber auf einem sehr hohen Niveau agieren. Und das müssen wir auch, weil sonst wird es schwer, in der Bundesliga Spiele zu gewinnen, weil die Konkurrenz einfach zu stark ist und die Liga einfach zu gut ist. Fürs Kreis Sven Töllner und danach wieder Engelbert. Gibt es viel Gutes? Ist viel Gutes da, worauf Sie aufbauen können? Oder tendieren Sie dazu, doch relativ radikale Maßnahmen möglicherweise sogar Einzug halten zu lassen? Also da wird man wahrscheinlich erstmal das erste Spiel abwarten, dann kann man darüber mehr sagen, wie viel Gutes da schon dabei ist. Was ich sagen kann, ist, dass von der Belastung, die wir jetzt die eineinhalb Wochen hatten, die Mannschaft das gut verkraftet hat. Das heißt, es ist eine sehr gute Grundfitness da, das ist schon mal sehr wichtig für eine intensive Art Fußball zu spielen und da ist, glaube ich, sicherlich eine Mannschaft am Start, die schon auch in der Lage ist zu laufen und die auch in der Lage ist, das umzusetzen, was wir verlangen. Ja, Sie haben schon einiges gesehen in diesem Geschäft. Wie schwer ist es für einen Trainer, möglichst schnell die Inhalte zu vermitteln? So viele Spiele sind nicht mehr, es sind, glaube ich, 6 Punkte zum Relegationsplatz. Also die Situation ist ja nicht gut, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, aber es sollte eigentlich so sein, dass man schon nach der ersten Woche auch Veränderungen sieht. Das ist, glaube ich, schon ein Anspruch, den man an sich selber hat und auch an die Mannschaft hat, dass man in der Lage ist, auch das dann sofort zu erkennen. Und ich hoffe, man erkennt das dann auch am Wochenende, dass sich ein bisschen was geändert hat und hoffentlich dann natürlich auch zum Positiven geändert hat und dass wir eben schwerer zu bespielen sind und schwerer zu schlagen sind. Aber ich glaube schon, dass man die Zeiten dafür hat und dass man nicht nur auf dem Platz eben arbeitet, sondern eben auch viel
im Analysebereich und da war sicherlich die Woche schon ein ziemlicher Umfang, den die Jungs dann mitbekommen haben. Janik Gerd hat gestern so ein bisschen von diversen Gruppensitzungen gesprochen und ich hatte ihn gefragt, was sie sehen wollen. Da tat er sich ein bisschen schwer, aber er hat schon vom RB-Fußball gesprochen und Umschalten, Pressing, dass das auch Inhalte sind, die sie sehen wollen. Wie viel von dem, was man jetzt als typisch RB-Fußball mal gesehen hat, auch unter Ihnen, wünschen Sie sich noch? Oder ist die Mannschaft überhaupt in der Lage dazu? Ich glaube, nach Kontertore ist der VfL relativ dünn aufgestellt in dieser Saison. Wie viel Pressing, Umschalten soll Ihre Mannschaft beinhalten? Also ich war nicht beim Interview dabei, aber ich bin mir sicher, dass ihr ihn darauf angesprochen habt, dass ich eigentlich dafür stehe und wie viel er davon sieht. Und klar hat er das natürlich dann auch mit Ja beantwortet. Ich glaube trotzdem, dass die Zeit, wo ich bei RB war, ist jetzt schon ein bisschen her. Und in der Zwischenzeit habe ich in einer Liga gearbeitet, wo es nur mit Arbeit gegen den Ball auch schwierig geworden wäre, ein Spiel zu gewinnen. Dementsprechend braucht man schon ein paar mehr Lösungen. Aber ich glaube trotzdem, natürlich kann man diese Vergangenheit nie ganz ausblenden. Die ist da und ich habe da sehr viel gelernt in der Zeit und ich habe da natürlich sehr viel mitgenommen. Nicht unbedingt nur das, was den Spielstil angeht, sondern generell, was die Art angeht, wie man arbeitet, wie man Dinge aufbaut, wie man Dinge der Mannschaft vermittelt. Das ist mittlerweile ja, glaube ich, schon überall Standard, aber trotzdem versucht man immer noch mal ein paar Prozent irgendwo zu finden, die vielleicht den Unterschied ausmachen. Und das ist die Aufgabe, die mein Cheftrainer hat. Mats Nicholson vom NDR Radio. Herr Hasenhüttl, Sie haben gesagt, Sie haben der Bundesliga viel zu verdanken. Jetzt sind Sie zurück. Gibt es irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen oder was Sie vielleicht sogar vermisst haben? Auch wenn Sie in England natürlich auch in einer spannenden Liga gearbeitet haben. Also erstens einmal glaube ich, dass man sich in der Bundesliga nicht verstecken muss. Also wir haben auf alle Fälle sehr attraktive Stadien, Vereine und auch Spiele und Qualität in den Mannschaften ist, finde ich, sehr hoch. Dementsprechend glaube ich auch, dass es für mich wieder wichtig sein wird, sich auch an die anderen Trainer eben zu gewöhnen, aber auch zu wissen, was auf einen zukommt. Es ist sicherlich so, dass man 4 Jahre Premier League natürlich dann Trainer schon in- und auswendig kennt, weil das auch nicht so eine Fluktuation ist. Hier treffe ich eigentlich auf sehr viele neue Gesichter, mit denen ich bis jetzt noch nicht die Klinge gereist habe. Ich nehme jetzt den Frank Schmidt aus, weil mit dem habe ich schon in der dritten Liga zu tun gehabt. Und der ist ja auch schon eine uralte Institution in Heidenheim. Also von daher ist das natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber ansonsten sind sehr viele neue, junge Trainer da. Und da will man sich natürlich dann mit denen messen. Was haben Sie denn jetzt so nach ein paar Tagen Erfahrung für eine Gruppe hier vorgefunden in mentaler Hinsicht? Läuft sportlich nicht so doll, Trainerrauswurf macht vielleicht den einen oder anderen auch erstmal einen Moment lang ein bisschen mürbe. Müssen Sie ein bisschen gute Stimmung verbreiten oder ist das in der Gruppe schon da? Ja, wir brauchen jetzt auch nicht eine super gute Stimme, aber ich glaube trotzdem, dass wir durch die ersten Eintrainingseinheiten, die wir jetzt gemeinsam absolviert haben, natürlich auch an gemeinsamen Zielen arbeiten und das schweißt sofort zusammen und das verbindet natürlich sofort. Und wichtig ist, dass diese ersten Inhalte, die man setzt, dann auch mit Ergebnissen untermauert werden. Und das hilft natürlich dann enorm, um den Glauben an das, was wir tun, auch zu stärken. Aber ich finde, dass da eine Mannschaft ist, die sehr gut mitzieht, sehr motiviert ist, auch bereit ist, Dinge sofort umzusetzen. Automatismen sich zu erarbeiten und darum ging es in den ersten Wochen, in der ersten Woche. Ja, Sie haben gerade gesagt, dass gestern alle Spieler zurück waren, erstmals, dass Sie alle Spieler um sich hatten. Wie sieht es da aus? Sind alle gesund zurückgekommen? Im Speziellen, es gibt ja ein paar Sorgenkinder in Anführungszeichen. Wie sieht es bei Kun Castells aus? Wie geht es Jonas Wind etwa? Jein, sind nicht alle hundertprozentig fit zurückgekommen. Natürlich der eine oder andere vielleicht ein Blessürchen aus dem Länderspiel mitgenommen. Lovro Meier hat ein bisschen Probleme in der Wade, einen Schlag bekommen, hat heute nicht trainiert, aber sollte eigentlich morgen dann wieder am Platz stehen. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Mit Kuhn wissen wir um seine Schulterprobleme, die er hat. Die haben ihn dazu bewogen, dass er vorzeitig abreisen musste. Auch da werden wir von Tag zu Tag schauen, wie sich das entwickelt.
Und ansonsten Jonas, ja, ist auch aufgrund von Muskelproblemen abgereist, aber das war eher so eine Belastungssteuerungsgeschichte, weil er sich eben da nicht so frisch gefühlt hat und dementsprechend, glaube ich, kriegen wir das bis zum Wochenende hin. Und ansonsten haben wir bis auf Lukas Metscher, von dem ich ja schon gehört habe, dass er jetzt leider mit einer Muskelverletzung wieder länger ausfällt, alle Mann an Bord. Habe ich das Training gestern gesehen, da war zumindest mit Bennett Bröger noch einer der jungen Spieler dabei. War das gestern auch dem Fehlen von Lovro geschuldet oder haben Sie in ihm etwas gesehen in den letzten Tagen, wo Sie sagen, ich will den erstmal dabei behalten? Auch auf die Gefahr hin, dass ihr ihn sofort dann größer schreibt, als er vielleicht dann ist. Er ist in Zukunft immer bei uns dabei. Ich habe ihn sofort zu uns mit dazugenommen, weil ich fand, dass es die letzten eineinhalb Wochen sehr, sehr gut gemacht hat. Und wenn jemand so aufzeigt im Training, dann muss er eigentlich sofort die Chance kriegen, auch bei uns mit dabei zu sein. Und das wird er bekommen. Kann durchaus sein, dass er am Wochenende sogar im Kader ist. Ist das denn generell so eine Geschichte, wo Sie sagen, also das Potenzial, was man am Berliner Ring hat, also in der Akademie hier, dass Sie das öfter sehen wollen und nicht nur in Länderspielpausen sozusagen um sich herum haben wollen? Ist das so eine neue Idee, die hier auch jetzt verfolgt wird, verstärkt verfolgt wird möglicherweise? Also wer meine Historie so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich sehr, sehr gerne auch aus den eigenen Reihen Spieler sofort die Chance gegeben habe, zu spielen in der ersten Mannschaft. Und ich glaube, in Southampton war ich wahrscheinlich der Trainer, der am meisten jungen Spielern eine Chance gegeben hat, nach oben zu kommen. Und das ist sicherlich auch etwas, was ich immer sehr gerne mache, weil ich einfach finde, dass das nicht nur das ganze Geld, was man da investiert, sondern auch die Zeit, die man in dieses Spiel investiert, natürlich dann auch für diesen Verein, für den sie arbeiten, auch dann davon profitieren sollte. Und deswegen, wir haben hier ein paar überragende Jugendspieler, glaube ich. Und die sollten wir auch sehen und die sollten auch gesehen werden. Und wenn sie dann die Chance nützen, wenn sie bei uns mit dabei sind, dann sollten sie auch die Chance bekommen zu spielen. Nachfrage, Engel? Ganz kurze Nachfrage bitte zu Bennett. Wir kennen ihn ein bisschen auch schon. Was sehen Sie bei ihm? Was hat Sie vielleicht am meisten überzeugt in den ersten Tagen hier auch? Naja, also wenn ihr ihn kennt, dann wisst ihr, dass er am Ball schon super Lösungen hat. Ja. Er ist einfach sehr schnelle Quick Feet, sagt man in England. Ja. Also der ist schon am Ball mit guten Lösungen unterwegs und mittlerweile wissen wir ja nicht nur aufgrund der deutschen Nationalmannschaft, wie wichtig solche Spiele im Offensivbereich sind, die schwer zu greifen sind, die am Ball Lösungen haben, die einfach gute Bewegungen haben, sich da aus engsten Räumen befreien können. Und das hat uns schon die ersten Woche ganz gut gezeigt. Mats und danach Thomas. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie auch einige Trainer oder viele aus der Bundesliga noch nicht kennen. Wie haben Sie denn jetzt die Spielvorbereitung für Werder genutzt? Da hatten Sie ja jetzt relativ viel Zeit in der Länderspielpause. Sind Sie jemand, der sich da viel zeigen lässt oder der klare Anweisungen gibt und sagt, das will ich sehen, schneidet mir mal das zusammen? Also wie haben Sie jetzt den Gegner vorbereitet? Ja, grundsätzlich ist das eine Aufgabe der Analysten. Die bereiten das natürlich schon mal vor. Man selber schaut man sich dann natürlich auch mal die ersten Spiele an. Logischerweise, das wird dann später immer weniger werden, weil man dann natürlich auch das Vertrauen dann in die Analysten hat und weiß. Und sie wissen auch, worauf ich Wert lege und was ich sehen möchte, was so die Punkte sind, die mir extrem wichtig sind. Und dann versucht man halt mit denen zusammen eben ein, wie auch immer, langes Video zusammenzusetzen, was den Jungs dann die ersten Eindrücke gibt und vielleicht auch die Eindrücke, die entscheidend sein werden. So ist das eigentlich immer und so war es auch hier. Wie ich schon gesagt habe, ich habe hier ein gutes Analystenteam mit dem großen Vorteil, dass die schon wissen, was hier vorher gemacht wurde, woran hier schon gearbeitet wurde, was man hier schon vorgefunden hat oder was man auch schon versucht hat und was vielleicht nicht so gut geklappt hat und vielleicht auch einen kleinen Hinweis, warum es vielleicht nicht so gut geklappt hat. Und dann kann man natürlich versuchen, da Dinge dann zu optimieren, ohne hier alles komplett umzustoßen. Und ich finde, ich bin da sehr dankbar, wenn ich da mit Leuten arbeiten kann, die schon in dem Verein sind und die schon gewisse Erfahrungen im Verein haben. Ich mache nochmal den Schritt zurück zu den jungen Spielern. Jetzt war Jenan Pejcinovic, peu à peu kam er rein dann zuletzt und dann kam Kevin Behrens und er war gar nicht mehr im Kader. Jetzt fehlt Lukas Metscher die nächsten Wochen auf jeden Fall. Ist Jena dann auch einer, der davon jetzt in Anführungszeichen profitieren kann und wieder näher ranrückt? Oder
Wie sehen Sie ihn? Er war jetzt gestern, glaube ich, auch noch nicht da. Ja, das ist das Problem. Die waren gestern noch nicht da, haben heute noch nicht trainiert mit der Mannschaft und das wird wahrscheinlich am Wochenende generell für die Spieler, die spät gekommen sind, wird es dieses Wochenende noch ein bisschen schwer sein, glaube ich, da auch reinzurutschen. Da werden sicherlich die, die schon hier waren, einen Vorteil haben, weil einfach ja, ich schon viele dabei haben werde, mit denen ich jetzt schon eineinhalb Wochen gearbeitet habe, weil das ist ein Vorteil, den ich nutzen muss. Sven und danach Engel. Von außen betrachtet gab es ja dann unterschiedliche Theorien, warum Niko Kovac hier nicht den Erfolg gehabt hat, den er sich selbst vorgestellt hat, warum er hier gescheitert ist, könnte man auch sagen. Haben Sie sich da intern kundig gemacht, was da Probleme gewesen sein könnten, möglicherweise auch um Fallstricke zu identifizieren, die Sie dann selbst schon rechtzeitig umschiffen zu versuchen? Ja, so arbeitet man eigentlich nicht, weil man hat ja seinen eigenen Plan und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier den Fußball komplett neu erfinden werden, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man seinen Prinzipien treu bleibt und vor allem auch diese Prinzipien der Mannschaft dann auch vermittelt. Das ist noch viel, viel besser als sich darüber zu überlegen, was vielleicht vorher gescheitert ist. Es ist viel wichtiger, sich auf seine Stärken zu konzentrieren, was die Dinge, die ich auch gut vermitteln kann, werde ich coachen. Und ich glaube, dass das der bessere Weg ist, um vielleicht wieder in die Spur zu finden. Eine Nachfrage noch ganz kurz. Was sind so Ihre klaren Prinzipien? Was sind so die Dinge, die roten Linien oder die Vorgaben, die Sie machen? Gibt es da Beispiele, an denen die Spieler sich schnell und leicht orientieren können? Die gibt es, ja. Wie Sie schon gesagt haben, die sind für die Spieler gedacht und ich wäre natürlich nicht sehr clever, wenn ich die jetzt hier ausplaudern würde. Ich glaube, wichtig ist, dass man es schafft, keine Fragezeichen mehr in den Köpfen zu haben, sondern eine relativ klare Vorgangsweise zu haben, die auch dann erfolgreich ist. Und da geht es gar nicht so sehr um System oder um Rotation oder ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist. Ich glaube, die Top-Mannschaften, die spielen verschiedene Systeme, die haben verschiedene Arten aufzubauen, Lösungen zu finden, auch mit unterschiedlichem Personal. Und immer wieder sieht es sehr homogen aus und sehr, sehr automatisiert aus. Und ich glaube, darum geht's. Wir müssen in der Lage sein, alle 24 oder wie auch immer Spieler, die wir hier haben, so auf denselben Level zu heben, dass jeder, wenn er reinkommt, sofort weiß, was er zu tun hat, dass jeder sofort weiß, welche Aufgabe er hat. Und ich glaube, nur dann haben wir eine Chance zu funktionieren und zu gewinnen. Weil, wie ich schon gesagt habe, die Gegner sind einfach zu gut, um hier mit ein, zwei kleinen Veränderungen sofort zum Erfolg zu kommen. Dann haben Sie ein bisschen darüber erzählt, wie das war in den ersten Tagen, Mitarbeiter kennenlernen. Ein Mitarbeiter, in Anführungszeichen, müssen Sie nicht kennenlernen, das ist Ihr Sohn. Wie war das so auf dem Trainingsplatz in den ersten Tagen? Das kam ja, glaube ich, auch noch nicht so häufig vor, dass man so eng zusammenarbeitet. Ja, und das ist auch sicherlich eine Entscheidung, die ich mir auch lange überlegt habe, ob ich das mache. Aber ich muss sagen, nach schon den ersten eineinhalb Wochen bin ich sehr froh über diese Entscheidung, dass ich die so getroffen habe. Es ist sicherlich, gibt schon ab und an mal im Profifußball, dass sowas vorkommt, dass man aus der Familie jemanden im Trainerteam hat. Für mich war Patrick mein Leben lang eigentlich das ist natürlich zusammen mit meiner Frau, aber der wichtigste Ansprechpartner, was Dinge im Fußball angeht. Ich habe noch einen zweiten Sohn, Philipp, aber der ist jetzt nicht so im Fußball involviert und trotzdem war es mit Patrick halt immer sehr, sehr kritisch auch. Ja. Hat eigentlich meine ganze Karriere als Trainer verfolgt, hat selber auch gespielt. Wir haben uns nach jedem Spiel ausgetauscht und nach jedem Spiel eben Gedanken gemacht. Er ist taktisch auf dem Stand. Da bin ich in dem Alter weit noch nicht gewesen, muss ich sagen. Und dementsprechend ist das natürlich eine super Grundvoraussetzung. Aber das war nicht der Hauptgrund, warum ich mich für ihn entschieden habe, sondern der Hauptgrund war, dass ich einen Trainer in meinem Trainerteam haben wollte, der sehr, sehr noch sehr, sehr als Spieler denkt, weil ich glaube, wenn man älter wird als Trainer, was man vielleicht noch nicht mehr ganz so hat, mit all dem Wissen, das man sich ansammelt, ist so ein bisschen das Gefühl zu haben noch, was Spieler wirklich wollen und was Spieler wirklich brauchen in manchen Situationen, dass es eben um mehr geht, als immer nur Inhalte zu setzen. Und ich finde da schon in den ersten Wochen zu sehen, oder in der ersten Woche schon gesehen zu haben, wie sehr er noch als Spieler denkt, und das hilft mir enorm, muss ich sagen. Wir haben eine sehr gute Mischung in dem Trainerteam mit Craig Fleming, der mir 4 Jahre schon in England mit seiner
seiner Kompetenz am Platz sehr, sehr geholfen hat, der einfach ein unglaubliches Auftreten dort hat und auch klar seine Anweisungen gibt und der mir auch ein wichtiger Ansprechpartner ist. Und auch Rainer Wittmeier, finde ich, passt momentan sehr gut in das Team rein, auch ein sehr erfahrener Co-Trainer schon, der viel gesehen hat. Aber wie gesagt, die Mischung macht es, finde ich, und die Mischung gefällt mir momentan sehr gut. Und nochmal, alles schön und gut, aber wir brauchen auch die Ergebnisse. Das ist immer, ohne dem ist alles nicht mehr ganz so schön. Aber hatten Sie da auch Bedenken bei dieser Vater-Sohn-Konstellation, auch weil von außerhalb, also jetzt bei Jörg Schmadtke hier mit Nils Schmadtke, dass von außerhalb irgendwas aufkommt, wo man sagt, ah, jetzt bringt er seinen Sohn mit? Oder geht es Ihnen da in erster Linie um absolutes Vertrauen, das Sie wahrscheinlich zu Ihrem Sohn haben und absolutes Zutrauen auch in seine Fähigkeiten? Ja, ich hatte keine Bedenken in der Hinsicht, weil ich um sein Fußballwissen weiß und auch um die Tatsache weiß, dass er so ein Auftreten hat, dass er sehr genau weiß, was er zu tun hat. Und ich glaube, das hat er schon in den ersten Wochen gezeigt, dass er da einfach in diese Position super reinwachsen wird. Das war für mich überhaupt kein Gedanke. Ich weiß natürlich, dass es von außen ein bisschen kritisch beäugt werden könnte, aber ich habe als Trainer schon ganz, ganz andere Entscheidungen, viel, viel schwieriges Umfeld gehabt, in dem ich arbeiten musste mit dem Trainerteam, wo ich auch Zeit gebraucht habe, mich zu verändern da. Also das ist dementsprechend, fühlt sich das von Anfang an sehr, sehr stimmig an und sehr gut an. Und ja, so wird es hoffentlich dann auch fußballerisch rüberkommen. Wenn ich Sie gestern gehört habe, ist die Ansprache Deutsch auf dem Trainingsplatz mit leichten Ausnahmen. Ich nehme an, Sie haben Ihr Englisch perfektioniert in Southampton. Trotzdem wurde vorher hier sehr, sehr viel Englisch gesprochen, fast ausnahmslos. Ist Ihnen das wichtig, Deutsch auf dem Platz in der Kabine zu haben oder worauf legen Sie da Wert? Also ich lege vor allem Wert darauf, dass es verstanden wird, was ich sage. Also es wäre mal das Allerwichtigste, dass man auch das, was rüberkommt, auch versteht. Und es ist halt leider so, oder es ist halt immer so im Fußball, dass nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Dementsprechend ist es auch so, dass man immer wieder überlegen muss, vielleicht auch gewisse Dinge dann gewissen Spielern dann auf Englisch zu erzählen. Das ist das Gute, dass man das hat, also dass man die Möglichkeit hat. Und das, was dann natürlich dadurch automatisch manchmal passiert ist, dass man so ein bisschen in so einen Mischmasch reinfällt. Ja. Und, aber es gibt schlimmere Dinge als eine Ansprache vielleicht mal in zwei verschiedenen Sprachen zu wählen. Grundsätzlich sind wir hier in Deutschland, grundsätzlich sollten wir uns in Deutschland unterhalten und die Infos auch in Deutsch geben. Aber es ist natürlich klar, wenn gewisse Spieler noch nicht so gut sprechen, wohl verstehen tun sie eigentlich schon das meiste, sprechen tut der eine oder andere vielleicht noch nicht so gut. Deswegen ist eigentlich so die Grundansprache natürlich schon in Deutsch. Und das bedeutet für mich, dass ich dann auch so im Fach fußballerisch dann auch natürlich so wieder meine Begrifflichkeiten mir angewöhne, die dann natürlich sehr oft noch auf Englisch sind. Am Platz merke ich das immer wieder, dass ich dann irgendeinen Hinweis in Englisch gebe, aber ist auch nicht so schlimm. Herr Hasenl, um nochmal auf Samstag zu kommen, was erwarten Sie da für ein Spiel? Die Bremer haben jetzt auch nicht super Ergebnisse zuletzt gehabt, der VfL schon mal gar nicht. Was wird das? Überraschenderweise ein schweres Spiel. Oder vielleicht auch nicht ganz so überraschend. Es wird ein super, super schweres Spiel für uns, weil wir wissen, was uns da erwartet. Immer eine gute Atmosphäre. Ich muss sagen, ich habe immer sehr, sehr gerne dort gespielt. Wir haben mit Ingolstadt immer einen Riesensieg dort, ich glaube, das dritte Auswärtssieg hintereinander nach dem Aufstieg damals 1-0 gewonnen. Und ich weiß, wie schwer es ist, dort zu gewinnen und ich weiß, wie schwer es ist, dort zu bestehen. Und deswegen fahren wir dahin und brauchen eine absolute Top-Leistung. Ole Werner ist ja einer von denen, mit denen Sie die Klinge noch nicht gekreuzt haben. Was haben Sie für einen Eindruck von dem, junger Typ? Ich glaube, sehr klare Philosophie, sehr gute Ansätze mit Ball und gegen den Ball, klare Handschrift zu erkennen. Wie ich es gesagt habe, taktisch ist die Bundesliga wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau und dementsprechend auch ein Trainer, der im Spiel sofort Dinge erkennt, eine Mannschaft, die sich sehr, sehr gut anpasst an Aufgaben, die ihr gestellt werden und dementsprechend auch von außen ein Coaching, das dazu führt, dass ein Gegner natürlich sich immer wieder auch gut anpasst und gute Lösungen findet. Wird eine taktisch herausfordernde Aufgabe für hoffentlich beide, nicht nur für uns.
ich nehme es jetzt mal nicht an, ich frage aber trotzdem, Kapitän und so, das bleibt alles bestehen, da haben Sie jetzt die anderthalb Wochen nicht zum Anlass genommen, um alles nochmal neu zu machen, oder haben Sie? Ich muss erst mal die Mannschaft kennenlernen, dementsprechend wäre das eigentlich jetzt ein Schwachsinn. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da nicht so schlecht aufgestellt sind mit Maximilian Arnold. Jonas Wind hat die Saison lange Zeit auf der 9 gespielt, ist dann, als Kevin Behrens kam, auch ein bisschen als Hängende oder in auf die 10 gerückt. Wo sehen Sie ihn am wertvollsten, am stärksten für Ihre Mannschaft? Ja, ich habe beides gesehen, dass er auf beiden Positionen seine Fähigkeiten zeigt. Ich glaube schon, dass er rund um die Box und in der Box seine größten Fähigkeiten hat, weil er sicherlich da mit seiner Statur, mit seinem Körper, da mit seiner Abschlussstärke wahrscheinlich die am effektivsten ist im Raum, glaube ich, vom Speed her. Da gibt es sicherlich schnellere Stürmer und das weiß er auch. Aber ich glaube schon, dass wir mit ihm einen Spieler haben, der in gewissen Spielen einen Unterschied machen kann, vor allem mit seiner Abschlussstärke. Und die müssen wir einfach wieder zum Vorschein bringen, weil in letzter Zeit hat er nicht so oft getroffen. Dann ist alles beantwortet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns am Samstag hoffentlich in Bremen. Bis dann. Dankeschön. Danke vielmals.